Nicht schlecht. Die sind ja ganz schön nervig. Digga. Alter. Hi, ich bin Martin Fischer und ich reagiere heute wieder auf eure Einsendungen, also auf eure Musik, eure Produktionen und überhaupt und sowieso. Unsere erste Einsendung ist von Roshi und der Titel lautet Closer. Boah, Alter, aufs Maul! Nice. Ah, da schleicht sich schon ein Akkord an oder drei. Oha, der kam unerwartet. Nicht schlecht. Oh. Okay. Dieses Lachen auch. Ah, okay. Ich habe gerade gedacht, der hittet ein bisschen harder jetzt. Aber auch schön, das. Ich glaube, das ist so ein Track, der so eigentlich ein bisschen. Wie soll ich jetzt sagen? Ein Track, der eher so im Club läuft, wo man so auf so einem Vibe tanzt und weniger so ihr wisst schon. Also mehr auf so einer Emotion. Man lässt sich treiben. Es sind viele Parts, die sehr gleich klingen. Dann kommen Instrumente dazu, es fallen Instrumente weg, wie jetzt gerade. Und darauf tanzt man dann stundenlang, wenn es sein muss. Ich sehe auch gerade, der Track ist 6,5 Minuten lang. Den werde ich nicht ganz abspielen. Schön auch. Die Instrumente, die Elemente, die da drin vorkommen, die sind ziemlich gut ausgewählt. Mir gefällt der Reverb aus diesem. Vielleicht kommt es gleich nochmal. Und dann wird es so breit. Das ist sehr gut, finde ich. Da hittet es schon besser an der Stelle, wenn vorher so das so hoch gefiltert wird. Aber ihr hört schon, ne? Das ist so eine Sache, die jetzt im Club läuft, wo man eher so auf der Emotion, auf dem Vibe im Raum tanzt. Schöne Idee. Ich hätte vielleicht nochmal den diesen Vocal diese Vocals vom Anfang, die hätte ich nochmal, glaube ich, eingestreut, aber muss auch nicht sein. Da kann ja jeder selber machen, wie er sie es will. Wie kommt es eigentlich, dass ich so einen guten Sound hier habe? Nun, das liegt an diesem wunderbaren Mikrofon. Das ist das Beyerdynamic M90 Pro X, ein tolles Kondensatormikrofon. Das kann ich auch direkt abhören mit diesen wunderbaren DT700 Pro X Kopfhörern. Großartig. Geschlossene Kopfhörer. Es gibt sie auch als DT900 Pro X, dann sind sie offen. Die benutze ich dann, wenn ich so cross-mixe, ne? Also ich höre auf diesen hier, wie der Mix klingt, dann stöpsel ich die ab, dann kommt das Kabel hier rein. Und so kann ich dann auf beiden Kopfhörern überprüfen, ob mein Mix auch ganz toll und schnieke klingt. Und es gibt auch ein wunderbares
dynamisches Mikrofon. Das hier ist das M70 Pro X für PodcasterInnen und so. Also Leute, die gerne so rum ins Mikro reinsprechen. All diese wunderbaren Gegenstände gibt es für CreatorInnen, die die Dinger einstecken und sofort loslegen können. Und das ist das Schöne an dieser Serie und ich mag sie sehr, deswegen werde ich sie auch immer wieder euch vorstellen. Die Links zu all diesen Produkten gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Checkt die mal ab und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Song. Die nächste Einsendung kommt von Sonar und der Song heißt Taub und Blind. Wir sind alle zusammen sehr gespannt. Ah, okay. Es wird heute also etwas EDM-lastiger. Electronic Dance Music oder Dance Music. Wenn man nichts hört, ist man gestört. Wenn ich nichts sehe, wer weiß, wohin. Doch hat man den Sinn, ist man top und blind. Hat er recht. Niemals. Boah. Wird es dazu kommen. Also diese Glöckchen oben drüber. Bin ich zu besinnlich, zu besinnlich, zu besinnlich, zu besinnlich. Die sind ja ganz schön nervig. Gib mir die Zeit, dich zu lieben. Nichts, was mich auffällt. Ich vermisse einen Bass. Fällt mir gerade auf. Das ist gar kein Bass. Also muss man nicht machen, ne? Ich war im grünen Park und gab mich auf. Ich war im tollen Park. Aber ich vermisse ihn gerade. Diese Glocke da oben, die ist irgendwie, stört die. Also mein Fall ist es nicht. Ich habe noch zwei Sachen. Diese unteren Akkorde, die da liegen, die clashen mir zu sehr. Also alles, was man so hier unter dem, also in MIDI gesagt C2, für Klassiker ist es das kleine C, was da drunter an Terzen gespielt wird, finde ich ist zu nah aneinander, als dass es so die Lage, die ist cool. Aber tiefer ist so, es reibt sich zu sehr dran. Da sind die Wellenlängen von den einzelnen Tönen sind tatsächlich zu breit, als dass sie dann irgendwie als zwei Töne differenzierbar sind. Sondern es klingt dann wie so ein Ton, der so irgendwie drumherum, oh, schönes Ende auch, einfach weg. Ja. Da weiß ich gar nicht, was ich da noch groß zu sagen soll. Achso, das andere Ding ist, das war jetzt einer von zwei Punkten. Der andere Punkt ist, der Song ist sehr, sehr in der Mitte, außer von diesen, abgesehen von den Hi-Hats, die so rechts und links waren. Ich würde die Akkorde auch ein bisschen flächiger machen. Bei sowas, wo die Akkorde so liegen, da können die ruhig so ein bisschen wabern, so von rechts nach links vielleicht mal irgendwie so ein Tape-Effekt drauflegen, der so die so wabern lässt und vielleicht einen Hall drauf oder ein Delay, dass das so verteilt wird im Raum und dass man sich da, wenn das schon so eine Vibe-Nummer ist, dass man sich da so reinfallen lassen kann. Hast du eigentlich schon abonniert? Ich glaube nicht. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, weil die Leute, die immer wieder herkommen, um meine Videos zu gucken, die haben nicht abonniert. Ich sehe das in den Statistiken. Du bist nur einen Knopfdruck davon entfernt, naja, vielleicht zwei. Abonnieren und die Glocke aktivieren und dann ist doch der Fisch gelutscht. Ich wünsche mir von euch eigentlich dieses Jahr, dass ich auf 700.000 Abonnenten komme. Das ist mein Wunsch, mein kleiner bescheidener Wunsch. Jetzt geht's aber weiter. Die nächste Einsendung kommt von meinem Freund Sinu und heißt Salzwasser. Und die Single ist vor einem Monat veröffentlicht worden. Wir hören jetzt alle gemeinsam mal rein. Falls ihr das noch nicht kennt, ich glaube, das wird wieder sehr, sehr poetisch und sehr großartig. Ich kenne es noch nicht. Mhm. Weiß doch jeder, auf Salzwasser schwimmt es sich leichter. Ich wusste es. Nur mit dir. Ein Poet. Auf Salzwasser will ich immer weiter hinauf. Weiß doch jeder. Es klingt, als würde er auf einem Boot sitzen, als er das eingespielt hat. Leichter. Nur mit dir im Salzwasser. Will ich weiß nicht, ob dieses. Das sein muss. Oh, es wird wieder türkisch.
Stellen sich alle Nackenhaare auf. Ja, der hat aber auch gute Produzenten im Rücken. Weiß doch jeder, in Salzwasser fühlt es sich leichter. Mega. Sehr schön. Ich vermute einfach mal, dass die Grüße jetzt rausgehen ans Marvik Studio 2. Oder steht das zufällig hier irgendwo? Gemeinsam wie Körner. Grüß bei Wolfgang Stach und Brzezinski. Ja, geil. Schöne Grüße ins Marvik Studio 2. Nicht schlecht. Vielleicht irgendwann. Mega. Das ist dieser Piano-Break hier gerade. Den müssen wir mal ganz kurz auch nochmal appreciaten, dass jetzt hier so ein bisschen Klavier noch reinkommt. Als Abwechslung zur Gitarre, die wir die ganze Zeit ja hören. Ich habe gerade gesehen, dass dieser türkische Satz, der heißt, weil ich dem Wasser so nah bin, sieht man oder siehst du meine Tränen nicht. Sehr gut. Gleich mal kommentieren hier. Alter. Das ist auch eine Kunst, dass man bei so einem Song, wo sich eigentlich die Parts eher so ähneln, dass man es schafft, dass sie sich nicht so dolle ähneln. Auf Salzwasser fühlt es sich leicht an. Selbst diese Strophe hier klingt nicht wie die erste Strophe, die wir gehört haben, obwohl es so akkordemäßig und von der Spielart das gleiche ist. Hammer. Und jetzt hören wir noch ein bisschen so am Ambiente. Schön. Ach, mein Herz, es tropft. Die nächste Einsendung kommt von einem weiteren Freund von mir. Er heißt Jin und hat mit der Band Future einen Song geschrieben, der Venusfliegen heißt. Offenbar ist die Geschichte dahinter, dass sie den Song bereits irgendwie 2015 oder 16 geschrieben haben. Dann war der fertig und hat rumgelegen und hier ist nun, vor 2 Monaten war die Veröffentlichung. Hören wir doch mal hin. Ach, den Sound kenne ich. Wir schieben uns kein Filmrad, wir schieben uns eine Kassette. Hatten neue, alte Regeln, doch waren hier, um sie zu brechen. Seitdem tragen wir ein Lächeln, zieh es an, es sitzt perfekt. Und zwar bitte, bitte jetzt. Ich geh vor und öffne dir jede Tür. Von innen nach außen ist für mich die Kür. Sag mir, trägst du neues Parfüm? Die Tulpe in deinem Haar ist Haute Couture. Du bist so wunder, 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 wunderschön. Und nie alleine, weil die Stunden mit dir gehen. Geil, der Chor. Wir fliegen bis zur Venus, meine Venus fliegen Falle. Schwerelos zu sein, heißt, wir legen uns auf alles. Das ist wahrscheinlich so ein Chor und irgend so ein... Alter. Also wenn... Das ist so geil, wenn Jaco Deutsch singt. So geil. Alter, oh geil. Wir nehmen uns ein Stück und legen uns in den Sitzsack. Manchmal bringst du mich zum Zittern. Manchmal lässt du mich nicht schlafen. Ich bin deswegen nicht verbittert. Denn jeder hat schlechte Tage. Und steh ich morgen auf, bist du noch da. Aber muss los, ich hab immer noch genug vom Tag. Manchmal vergesse ich wegen dir wieder dies und das. Denn die Musik, die du spielst, ist viel zu krass. Die Stimme kratzt ja, und bricht, wenn sie deinen Namen spricht. Du bist so wahnsinnig, wahnsinnig, warn mich nicht. Sehr, sehr gut. Alles dreht sich und du drehst dich mit. Ja, gerade geil. Das ist doch bestimmt das Werk von André, das hört man doch.
Geil. Geil, aber erst hoch, jetzt ist die Flöte tief. Und die Gitarre auch so ein bisschen. Und ich wollte es gerade sagen, so ein bisschen bilderbuchmäßig. Das ist bestimmt, gibt's eine kleine Inspiration, würde ich mal behaupten. Nice, echt schön. Ah, sehr schön, also. Wir schauen durch die Fliegerbrille, wie durch fliegende Augen. Durch das Facettenkaleidoskop siehst du tausendmal schöner aus. Ich hätte wahrscheinlich. Oh, geil. Schöner Kassettensound. Ja, sehr geil. Ich hätte eventuell die Gitarre, die in der Hook noch so da drüber geht, vielleicht so einen Schnacks leiser gemacht noch, aber ja, das ist ja nun Geschmackssache. Das waren die vier Einsendungen von außerhalb und jetzt kommt natürlich der fünfte Song, der einer von mir ist, von irgendwann aus Back in the Days, weiß ich nicht. Hier steht jedenfalls 11. Mai 2015 und der Song heißt Space Rider. Ich glaube, den habe ich noch nicht gezeigt. Space Rider. Ich nenne die Songs manchmal gleich. Vielleicht ist der Titel ähnlich, aber Space Rider zumindest hatten wir hier so noch nicht. Na komm schon, was ist denn jetzt los? Achso, okay, los geht's. Okay. Dazu muss angemerkt werden, dass ich da wahrscheinlich total im Todd Terry-Fieber war. Jawohl, erstmal Toms durch die Gegend geschmissen. Schöne Ideen alle. Die Bassline hat Steven damals, der Space Frog Steven hat die damals mal irgendwie gespielt. Ich habe sie leicht abgeändert hier benutzt. Ja, klaro, jetzt erstmal voll die Modulation. Ah, ich wollte das wie in DeLorean Dynamite machen. Das ist nämlich der Song von Todd Terje, den ich hier quasi, den ich hier ein bisschen adaptiert habe. Yeah! Ah geil, da habe ich mit so einem Tape-Delay gespielt, mit diesem Feedback, was das macht. Boah, abgefahren, ey. Mal lauter machen. Macht mal auch zu Hause lauter gerade. Komm, pumpt es laut, pumpt es laut. Auf den Kopfhörern, auf der Anlage. Geil, jetzt kommt wieder das Tape-Delay-Echo, das Feedback. Aha, was kommt jetzt? Okay, warum auch immer. Wie die Bässe auch so ineinander. Mega, jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein neuer Part. Ja, wieder. Ich hab's einfach nicht ausgehalten, wenn irgendwas so sich durchgezogen hat. Ich musste immer so 20 Milliarden Parts machen.
Song, das klingt so Reggae-mäßig. Das ist auch nicht schlecht eigentlich. Also was da alles zusammenkommt an Stilistiken und an Zitaten von irgendwelchen Bands, die ich cool finde oder so. Mein Gott, Alter. Ah ja. Ladies and Gentlemen, das war Marty Reacts für diese Episode. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn ich auf eure Einsendungen reagiere. Auf marty-fischer.com unter Kontakt und dann den Betreff Sonstiges könnt ihr mir Einsendungen schicken. Bis dann. Unsere erste...